Wir machen weiter mit unserer nächsten Keynote, auf die ich mich sehr freue, die mich neugierig gemacht hat, weil es da so ein paar Zahlen gibt, die aufhorchen lassen. Es ist ziemlich spannend. Wenn man sich mal anschaut, es sind etwa mehr als die Hälfte der StudienanfängerInnen weiblich. Aber schaut man sich dann den Frauenanteil bei Promotionen oder gar Habilitationen an, dann sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Nur ein Drittel der Frauen habilitiert und wir fragen uns, warum ist das so und was muss die Hochschule von morgen den Menschen bieten? Darum geht's in dem Vortrag von Jutta Almendinger. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie haben nach der Keynote auch die Möglichkeit, hier noch Fragen zu stellen. Da möchte ich jetzt schon gern darauf hinweisen, einfach hier in dem Chat posten. Und auf die Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, gibt, wie ich finde, der Titel schon eine erste Antwort. Change the system, not the people. Herzlich willkommen, Jutta Almendinger. Danke und viele Grüße aus Rom nach Deutschland. Ich freue mich sehr, jetzt sprechen zu dürfen. Danke für die nette Anmoderation und würde jetzt tatsächlich mit meiner Präsentation auch beginnen wollen und kurz darstellen, auf was es eingeht. Wenn Sie die kurz einblenden würden, dann wäre das ganz prima. Der erste Punkt ist die Integration von Frauen heute. Da werde ich alle mega langweilen, indem ich also ganz viele Zahlen darstelle. Und der zweite Punkt, und der wird wahrscheinlich der interessantere sein, ist dann, was machen wir eigentlich für eine geschlechtergerechte Zukunft von morgen, also die Empfehlungen. Ich sage gleich vorab, dass ich mich bei allen Zahlen stütze und auch bei einem kurzen Teil der Empfehlungen auf die Empfehlungen der Neopoliner. Das war eine große Gruppe, die ihre Arbeit am Ende des letzten Jahres abgeschlossen hat. Es ist also wirklich brandneu. Die Leitung hatte Ute Frevert. Ich war dabei, viele anderen waren dabei. Insofern ist das tatsächlich die Stimme aus der Wissenschaft und es sind die Forderungen der Wissenschaft. Darf ich jetzt mal neugierig fragen, ob meine PowerPoint-Präsentation eingeblendet ist? Das ist sie, das ist großartig. Dann beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Integration von Frauen in der Wissenschaft. Ich beginne mit den Hochschulen und was wir hier sehen, ist tatsächlich so eine Art Kaskadenmodell. Das haben Sie schon vorhin anmoderiert. Wir sehen, dass bei den Erstimmatrikulierten wir 52% der Frauen haben. Dann bei den Promotionen geht es runter auf 45%. Das ist noch nicht ganz so dramatisch. Bei den Habilitationen auf 35%. Bei den Professuren auf der zweithöchsten Ebene, das ist C3, sind wir bei 27%. Und dann, wenn wir auf B3 gehen, sind es 22%. Wenn Sie jetzt ein bisschen verwirrt sind, warum da jetzt noch B3, C4 steht, dann liegt das daran, dass einige von uns noch in der alten Klassifikation sind. Das war nämlich die sogenannte C-Besoldung. Das ist mir wichtig, weil ich darauf nachher nochmal eingehe. Die nächste Folie zeigt jetzt, wie sich dieser Frauenanteil in den unterschiedlichen Positionen verändert hat. Und wir sehen ganz unten die gelbe Linie, die bezieht sich auf die höchsten Positionen, auf die W3-Positionen. Und der Anstieg pro Jahr, der lässt sich hier ganz gut berechnen und sehen, das ist zwischen 2004 und 2020, sind das gerade mal 0,8%. Mit anderen Worten, es dauert noch mindestens 35 Jahre, bis wir so etwas wie eine Parität erreicht haben. Und Ähnliches sehen Sie auch bei den anderen. Am meisten Frauen haben wir bei den niedrigsten Vergütungsgruppen, die so gut wie auch nie eine Führungsposition haben. Das sind die sogenannten W1-Professorinnen. Wir sehen auch, und das ist die nächste Folie, dass man auf der einen Seite sagen kann, jo, immerhin haben wir jetzt mittlerweile 22% Frauen in diesen W3-Positionen. Aber Achtung, Achtung, wir können von den Positionen nicht darauf schließen, dass Frauen in diesen hohen Positionen genauso viel verdienen wie Männer in diesen hohen Positionen. Der sogenannte Gender Wage Gap ist groß. Ich habe hier nur beispielhaft die Berliner Universitäten dargestellt, wobei ich im gesamtdeutschen Vergleich sagen würde, dass die Unterschiede an anderen Universitäten noch höher sind, weil Berlin sehr früh an allen Universitäten mit einem Gleichstellungsprogramm begonnen hat. Die Frage ist, warum haben wir hier diese großen Unterschiede in der Besoldung?
Es gibt hier ganz unterschiedliche Gründe. Das erste ist, dass Frauen natürlich, da sie meistens Kinder haben, gar nicht so oft sich auf andere Positionen bewerben können. Die Kinder sind in der Schule, Frauen können nicht so ohne weiteres pendeln und jeder Ruf bringt sozusagen Geld ein. Der zweite Grund ist, dass Frauen oft gar nicht wissen, über was sie verhandeln sollen, weil uns die Transparenz dessen, was wir zusätzlich zu diesem Fixum noch an weiteren leistungsbezogenen Vergütungsanteilen verhandeln überhaupt können, absolut fehlt. Ich kann dann Lieder davon singen von meiner eigenen beruflichen Laufbahn. Dann wissen wir, dass sich Frauen viel seltener bewerben, wenn sie gefragt werden. Das ist der nächste Punkt. Dann führt es dazu, dass sie ein bisschen so das terrorisieren. Aber sobald sie wissen, das ist eigentlich, naja, so ein La Pola, es ist eine Zeitverschwendung, ich bleibe da, wo ich bin, da geht es mir besser, als wenn ich jetzt eine andere Einrichtung wechsle, dann treiben sie es nicht mit den Verhandlungen so weit, bis tatsächlich die andere Einrichtung ein Angebot macht, mit dem würden sie dann kommen und würden gegenverhandeln. Da sind Männer viel cooler, wenn ich das jetzt so sagen darf. Die verhandeln das durch, sorgen für eine Menge Aufregung bei den Studierenden an der Heimatuniversität, natürlich auch für einen enormen Zeitverlust, was die Besetzung der neuen Stelle betrifft. Aber das führt natürlich zu Geld, weil sie gegenverhandeln können. Das sind Frauen Zeitsparschweine. Und das geht natürlich zu Lasten ihres Einkommens. Und das Letzte ist, dass Frauen ja sehr viel Zeit mit Kommissionen verbringen und von daher auch oft dadurch ganz anders gebunden sind und vielleicht gar nicht die Zeit haben, nach wie vor die Publikationen, die fast ausschließlich ausschlaggebend sind, vorzulegen. Aber darauf komme ich später zurück. Mit anderen Worten, der Wage Gap ist immens. Und er ist auch deshalb immens, und da komme ich auf meine Einführungsworte zurück, weil wir umgeschaltet haben von dieser sogenannten C-Besoldung auf eine W-Besoldung. Und bei der W-Besoldung jetzt der fixe Anteil dessen, was man verdient, auf einer Professur, Männer wie Frauen, wesentlich niedriger liegt. Und der Leistungsbezug fast die Hälfte dann nochmal, oder das Doppelte dann insbesondere, wenn ich es so ausdrücke, dann bedeutet es also 50% Fixum, 50% Leistungsbezug und dieser Leistungsbezug, der schwankt dann eben von 2% Leistungsbezug, die zu diesen 50% kommen oder 60% oder 70%. Das heißt, die Margen sind riesig und die Gehaltsunterschiede auf W3-Professuren sind auch riesig. Dieses gesagt habend, möchte ich auf die nächste Folie gehen, die jetzt nicht auf die Professuren nur schaut, sondern nochmal in den Blick nimmt, was sich eigentlich auf den anderen Ebenen entwickelt hat. Und Sie sehen ganz oben die Studienabschlüsse, das ist eine horizontale. Wir haben hohe Studienabschlüsse, Frauen sind da nicht benachteiligt. Wir haben es auch mit den Erstimmatrikulationen, haben wir auch eine Gerade, das entspricht sich. Und wo wir auch keine großen Fortschritte machen, auch nicht machen müssen, weil dann die Zahlen hier stimmen, sind bei den Promotionen, wo es hakt, nochmal sind bei den Habilitationen, bei den Professuren. Das gibt Ihnen ein Bild über die Entwicklungen. Und jetzt kommen vier Abbildungen, die Ihnen zeigen, wie ganz unterschiedlich das ist nach unterschiedlichen Disziplinen. Die ersten beiden Abbildungen sind hochgradig interessant. Es ist einmal die Romanistik und es sind zum Zweiten die Ingenieurwissenschaften. Und Sie sehen immer die Abfolge zwischen Erstimmatrikulation und Habilitation. Und die Romanistik ist ein Frauenfach. Sie sehen, es sind viel mehr Frauen als Männer. Aber die Frauen verlieren. Sie verlieren dramatisch. Deren Anteil an den Professuren ist niedrig. Er liegt bei 61% im Vergleich, also im Durchschnitt, aber sie verlieren deutlich im Vergleich zu den Erstimmatrikulierten, während bei den Männern nur 17% sich überhaupt immatrikulieren, aber dann immerhin 39% der Professuren, der Habilitation dann machen. Also Sie sehen hier Frauen Verluste, Männer deutliche Gewinne. Ganz anders bei den Ingenieurwissenschaften, typisches Männerfach. Da verlieren Männer nicht, weil sie so stark repräsentiert sind mit über 79%, sondern
Sie haben quasi die gleichen Anteile dann auch bei den Habilitationen. Interessant hier aber auch, Frauen mit dem wesentlich niedrigeren Anteil verlieren überhaupt nicht, sondern sie bekommen diese Habilitationen, sie erreichen die Habilitationen vollständig parallel zu ihrem Anteil der Arztimmatrikulationen. Die nächste Darstellung zeigt Ihnen zwei andere Fächer, Biologie und Medizin. Beides sind eher Frauenfächer. In beiden Fächern sind Frauen höher repräsentiert als Männer. Und Sie sehen diese dramatischen Knicke am Ende. Sie sehen, dass Frauen dramatisch wieder verlieren. Sie haben wesentlich weniger die Möglichkeit zu habilitieren. Männer habilitieren wesentlich häufiger, als sie Studierende sind und auch als sie promovieren. Und bei der Medizin ist das ganz ähnlich. Das heißt, wir haben die Potenziale von Frauen definitiv da, die Hochschulen haben sie. Und irgendwas, und ich würde sagen, eine ganze Menge, was, darauf komme ich später nochmal zurück, passiert, um diese Leaky Pipelines, dieses Ausbluten zu befördern. Und fatalerweise sind gerade die Fächer, wo Frauen gering präsentiert sind, eben ohne diese Leaky Pipeline verbunden. Das heißt aber positiv gewendet auf, es geht auch anders. So, damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Das betrifft die Leitungspositionen in Frauenhochschulen. Nicht jede W3-Professur hat eine Leitung in sich. Deshalb schauen wir uns mal kurz den Anteil von Rektorinnen und Präsidentinnen an. Bei Fachhochschulen sind es 23% Frauen, bei Unis sind es 28% Frauen. Ganz böse wird es dann bei der Anzahl leitender ärztlicher Direktorinnen und Vorstandsvorsitzenden in der Universitätsmedizin. Sie haben hier ein rotes Pünktchen. 34 Standorte. Einer dieser 34 Standorte wird von einer Frau geleitet und das bei einem unglaublichen Potenzial von großartigen Medizinerinnen. Vielen darf ich auch arbeiten, die es bei uns hier in Deutschland gibt. Und ich habe nochmal drunter dargestellt, den Anteil von Frauen im Medizinstudium, nämlich 64%. Das ist dramatisch. An außeruniversitären Forschungseinrichtungen war es leider gar nicht so richtig möglich, den Anteil von außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu zählen, die von Frauen geleitet werden. Sie wissen, wir haben über 1000 außeruniversitäre Einrichtungen, der Max Planck, der Fraunhofer, der Helmholtz, Ressortforschungseinrichtungen, natürlich der Leibniz, meine eigenen Einrichtungen. Ich kann Ihnen hier nur zeigen, wie viele Frauen es überhaupt gibt, die diese W3-Professuren haben in außeruniversitären Einrichtungen. Das sind wenige als an Universitäten. Das heißt, wir müssen hier jede Menge tun. Wenn wir auf die Leitungsebene gehen, dann haben wir deutlich weniger, also richtig, dann nochmal deutlich weniger. Ich würde sagen, an die 10% oder weniger. Frauen in Akademien, das gleiche Spiel. In allen, ob Sie BBHW, Akademie, Leopoldina anschauen, haben Sie niedrige Zahlen, immer unter 20%. Der einzige Unterschied ist die junge Akademie, die quotiert. Und da sehen wir, dass 50% Frauen da sind. Ich darf selbst die junge Akademie ein bisschen begleiten, als wissenschaftliche Begleiterin mit anderen Personen. Und da brummt es und wir sehen, wie total toll diese Diversität dann auch sich auswirkt für die Entwicklung der jungen Personen, die im Moment auf einer W2, aber manchmal auch auf einer W3-Professur sind. Was allerdings auch bemerkenswert ist, dass einige Akademien sehr stark jetzt im Moment eine Frauenförderung betreiben. Das ist hier dargestellt mit diesen Kreisen. Sie sehen, dass die BBHW beispielsweise bei den neun Aufnahmen, aber immerhin von diesen neun Neuaufnahmen 67% Frauen einstellt. Bei anderen, bei der Akatec ist es niedriger, auch bei der Leopoldina ist es niedriger. Auch hier sieht man, wenn man möchte, dann geht es. Und so komme ich zu meinem zweiten ganz großen Punkt, eine geschlechtergerechte Zukunft von morgen. Was sind eigentlich die Empfehlungen? Wir haben hier vier unterschiedliche Empfehlungsbereiche, die ich jetzt erstmal kurz in der Überschrift nenne, bevor ich sie dann ausführe. Zunächst mal führen wir aus, dass wir die Strukturen zu ändern haben. Zum Zweiten müssen wir Frauen ermächtigen. Zum Dritten sollten wir Frauen sichtbar machen. Und zum Vierten
Fortschritte dokumentieren und Entwicklungen überprüfen. Ich komme zu dem ersten Punkt. Wie ändern wir Strukturen? Strukturänderungen können dadurch zunächst mal entstehen, dass wir eine Transparenz reingeben in die Verhandlungsposition. Ich sagte das vorhin schon, wenn wir nicht wissen, über was wir eigentlich verhandeln können, dann können wir schlecht behandeln, wir behandeln wir zu hoch oder zu tief. Die Verhaltensökonomie zeigt uns auch, dass wenn uns nicht explizit gesagt wird, dass wir verhandeln sollen, dass Frauen dann eher nicht verhandeln, während Männer auf alle Fälle verhandeln. So, wenn wir einfach markieren, das ist sozusagen die Ausgangsbesoldung und dann kann man aufgrund dieser und dieser und dieser Gegebenheiten verhandeln, dann hilft das insbesondere Frauen. Wir brauchen Departmentstrukturen, ich nenne das immer auch eine Enthierarchisierung, die weniger Wert legt auf vertikale Strukturen und eher auf horizontale Strukturen. Wir haben uns hier sehr lange über das sächsische Modell unterhalten. Ich habe selbst sehr lange in den USA studiert. Da gab es schlichtweg auch mehr entfristete oder potenziell entfristete, also Tenure-Professuren, auf die man sich hat bewerben können und die mit sehr, sehr klaren Hinweisen, welche Leistungen man erbringen muss, um dann Tenure zu bekommen, viel mehr Frauen eingefangen haben, abgeholt haben und ermutigt auch haben, solche universitären Wege zu gehen. Wir brauchen, und das ist damit verbunden, also mehr freie Stellen. Wir haben einen Aufwuchs an Universitäten, aber wir haben einen Aufwuchs nicht bei den entfristeten Stellen. Sie kennen alle die Diskussion um Ich bin Hanna, wir haben alle die Probleme des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Aber wenn ich jetzt hier bei dem Thema bleibe, mehr Frauen in Professuren, dann ist natürlich dieses Thema der freien Stellen, wo Frauen erstmal reinkommen, die dann hinterlegt sind, entweder mit Dauerstellen oder mit Tenure Track, die dann auf Dauerstellen führen, ein sine qua non. Wir brauchen auch eine kritische Masse von Frauen von 30%. Und von daher muss man tatsächlich am Anfang so etwas wie Quoten wahrscheinlich laufen lassen, wie wir es auch bei Aufsichtsräten, wie wir es bei Vorstandsvorsitzpositionen machen. Wir wissen, dass wenn diese kritische Masse von 30% erreicht wird, weitere Personen, insbesondere Frauen, nachsuchen werden. Und wir brauchen ganz klar Richtlinien für Dual Career, also einen Fonds, damit wir, wenn wir Frauen berufen, auch Optionen für deren Partnerinnen, deren Partner schaffen. Hier haben wir immer noch ganz unterschiedliche Gegebenheiten, weil Männer oft pendeln und Frauen, das würde ich vorhin schon aus, mit dem Pendeln oft Probleme haben, aus sehr, sehr vielen Punkten. Was verstehen wir unter dem Punkt 2, Frauen ermächtigen? Es ist natürlich die alte Frage der Netzwerke. Diese Netzwerke müssen über Sektoren hinweg sich ziehen. Wir sollten offenen Tagungen zu oder Meetings und Gremiensitzungen auf die Abendstunden zu legen. Das ist die Zeit, die für die Familie gebraucht wird, leider besonders für Frauen. Viel mehr Männer sollten sich darum kümmern, aber pragmatischerweise ist es etwas, was Frauen eher zugutekommt. Wir brauchen Porträts von Frauen, die es mit Kindern geschafft haben. Wir müssen sie zeichnen, wir müssen sie viel mehr in den Vordergrund bringen, als wir das im Moment tun. Und wir müssen Frauen viel besser onboarden. Wir können ohne Probleme zuerst mal, wenn eine Faculty Angst hat, eine Frau zu berufen, weil man einfach viel zu wenig weiß über diese Frau, sie dann mal für ein halbes Jahr einladen, als Visiting Professor, und sehen, wie man zurechtkommt. Und in den allermeisten Fällen kommt man wunderbar mit diesem unbekannten Wesen zurecht und baut dann das Vertrauen auf, was man für so eine Anerkennung braucht. Professorinnenprogramme haben sich als hervorragendes Mittel auch erwiesen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Bitte promoten Sie nicht insbesondere Frauen so viel Gremienarbeit auf, weil diese Gremien sind ein Zeitfresser ohne Ende und führen weg von der Zeit tatsächlich dann auch andere Dinge zu machen, Drittmittel einzuwerben, selbstständige Forschung zu machen und zu publizieren. Der dritte Punkt der Sichtbarkeit, dieses Anti-Bias-Training nutzt. Wir alle sind voller Stereotypisierungen, durch und durch und durch. Wir können das lernen an uns und wenn wir das lernen, dann führt das zu objektiveren Einstellungen, die mehr tatsächlich auf die
Empfehlungen gehen. Wir haben Fallen auch der Sichtbarkeit, weil wir oft dann Frauen zu schnell in die Medien bringen und sie dann sozusagen dafür bestraft werden, weil sie plötzlich die Mädchenfrauen sind, aber nicht mehr die seriösen Wissenschaftlerinnen. Und der letzte Punkt, ganz kurz, die Fortschritte müssen dokumentiert werden. Ich plädiere hier sehr an das BMBF, dass die Evaluationen von Einrichtungen sich immer auch danach orientieren, was diese Einrichtungen für Frauen Gleichstellung tun, dass damit vielleicht auch eine Mittelzuweisung verknüpft ist, also klare Anreize gesetzt werden. Wir brauchen Best-Practice-Beispiele, da sind wir viel zu zurückhaltend in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, Fortschrittsberichte, die dann auch mit Zulagen verbunden sind. Das zeigt Ihnen, ich habe jetzt lange geredet, ich hätte noch länger reden können, über was alles getan werden kann. Das heißt, wir sitzen hier nicht hilflos am Tisch, wir können Maßnahmen ergreifen und wir können diese ergreifen, einfach weil es so viele, so wunderbare Frauen gibt, die so eine große Innovationsfähigkeit in das deutsche Wissenschaftssystem reinbringen und auch unserer Jugend und unserer Gesellschaft nur zum Guten gereichen. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf Fragen. Ja, vielen Dank vor allen Dingen für diese ermutigenden Worte jetzt zum Schluss. Es sind tatsächlich schon einige Fragen hier im Chat aufgekommen. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, Sie dürfen gerne noch einige posten. Wir schauen mal, dass wir die alle noch beantwortet bekommen, nach Möglichkeit. Die erste Frage bezieht sich auf das, was Sie eingangs zu den Gehaltsverhandlungen erzählt hatten. Und die Frage wäre hier, wie können wir denn da mehr Transparenz schaffen? Indem wir Gelder offenlegen, indem wir sagen, was eigentlich zu mehr Geld führt. Also ist es tatsächlich ein seriöses Angebot, was man von der anderen Universität hat? Oder soll man dieses Zeitspielchen da spielen, was ich persönlich unendlich blöde finde, weil die Institution, die Angst hat, jemanden zu verlieren, kann eigentlich gar keinen Unterricht mehr richtig planen und anbieten. Und die andere Organisation kann keinen Unterricht planen und anbieten, weil sie nicht weiß, ob die Person kommt. Also wir müssen das ja nicht unbedingt auf den Wettbewerb stellen und erst dann zu Gehaltserhöhungen es kommen lassen, wenn man ein Gegenangebot hat, sondern wir können ja evaluieren die Leistungen Jahr für Jahr und daran dann die Gehaltsfortschritte festlegen. Das machen andere Länder auch so. Warum brauchen wir erst ein Gegenangebot von einer anderen Universität? Das finde ich vollkommen falsch. Und das wäre mein erster Zugriff jenseits einer wesentlich größeren Transparenz, die wir hier walten lassen müssen. Danke für diese Antwort. Und die nächste Frage, werden bei geschlechtergerechten Hochschulen der Zukunft auf auch andere Geschlechter mitgedacht? Das hoffe ich sehr. Wir konnten das jetzt in unseren Daten noch gar nicht zeigen. Vielen Dank für diese Frage, die ist mir aus mehreren Gründen ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur so, dass wir in unseren Abbildungen die anderen Geschlechter noch gar nicht haben einfangen können, weil die Erhebungen abschließen im Jahr 2020 und die Statistik die anderen Geschlechter so lange noch gar nicht drinnen hat. Das ist etwas, was wir in der Zukunft besser machen können. Im Moment werden die Daten tatsächlich schon mit anderen Geschlechtern erfasst. Was ich aber ganz dringend hinzufügen muss, weil ich es anfangs vergessen habe, ist, dass wir natürlich Daten brauchen, die nicht nur Frauen und Männer unterscheiden, sondern die sogenannte Intersektionalität viel stärker in den Blick nehmen. Nämlich, was ist eigentlich mit Frauen, die ganz andere kulturelle Hintergründe haben? Was ist eigentlich mit Frauen, die aus ganz anderen sozialen Schichten, man würde sagen, vielleicht bildungsfernen Elternhäusern kommen? Was ist mit Frauen, die alleinerziehend sind? Ja, die Frauen sind eine Rubrik, die jetzt hier zusammengeballt ist, und sehr krude zusammengeballt ist, weil hinter dieser Rubrik sich so unterschiedliche Schicksale und damit nochmal eine unglaubliche Varianz verbindet, dahingehend, wer es schafft und wer es nicht schafft. Das ist bei Männern auch der Fall, aber bei Frauen ist es besonders prononciert. Danke nochmal für diese Frage. Wir bleiben jetzt trotzdem nochmal bei der Frauenquote. Da gibt es noch eine Frage auch, ob es da auch Studien zu den Projektstellen gibt. Dort ist es ja vielleicht auch genau andersherum.
Ja, diese Projektstellen, das ist richtig. Deshalb heißt ja auch diese ganze, jetzt dieser Tribe, der da heißt, ich bin Hanna und nicht ich bin Hanna. Weil diese Projektstellen in der Tat, die immer befristet sind und wo wir dann Befristungsgründe haben, öfters von Frauen ausgeführt werden als von Männern, beziehungsweise sie werden von Frauen ausgeführt, ohne dass dann sozusagen das Rudi an den nachfolgenden entfristeten Stelle oder der Professur kommt. Das habe ich dargestellt. Es gibt natürlich auch viele Männer auf Projektstellen, aber diese Männer haben, wie ich zeigte, eine höhere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auf eine Professur zu kommen heute. Und eine Frage nochmal, die sich auf die Gremienarbeit bezieht. Frauen nicht in Gremien, weil es Zeitfresser sind? Fragezeichen. Ist dann, nicht im Sinne des Titels, eher zu fragen, wie kann Selbstverwaltung anders aussehen, damit sie für alle attraktiv sind, aber eben auch zielführend? Ja, zunächst mal zur Klärung, ich rede nicht nur über Verwaltungsstellen. Die akademische Selbstverwaltung ist ganz wichtig und sie muss von uns allen gleichermaßen gemacht werden. Ich rede von Positionen beispielsweise im Wissenschaftsrat, ich rede von in Stiftungen, die alle wissenschaftliche Begleitungen brauchen, oder Universitätsräte oder Begleitungen in großen Projekten. Wir haben viele, viele, viele Gremien. Und die Gremien als solche zur Supervision und Begleitung von wissenschaftlichen Einrichtungen ist etwas, was ich durchaus begrüße. Wir müssen nur sehen, dass mittlerweile in alle Kommissionen rein rotiert wird. Es gibt so gut wie keine Kommission mehr ohne eine Frau drin. Aber dieser Kuchen wird verteilt auf relativ wenige Frauen. Wenn ich mir mein eigenes Institut anschaue, das Wissenschaftszentrum, so haben die Frauen, die in Führungspositionen sind, im Durchschnitt 5 oder 6 große Gremien mehr als Männer. Und das blutet einfach aus, weil es Zeitfresser sind, die nachher nicht anerkannt werden, weil ja doch nachher tatsächlich es eher die Publikationen sind oder Drittmittel, die man selbst einwirbt. Insofern gilt hier nicht, je mehr Kommissionen, umso besser, sondern es ist gut, in der einen oder anderen Kommission zu sein. Aber man muss dann auch Nein sagen, wenn man sieht, puh, wir wird ja zu so einem Kommissionswesen. Ich bin so ein Wesen, eindeutig. Und, ich glaube, dass wenn ich nicht früh in so viele Kommissionen reinrotiert worden wäre, ich die Zeit gehabt hätte, viel mehr Bücher zu schreiben, vielleicht auch einen Leibniz-Preis oder so etwas zu bekommen. Also das ist besonders mein Plädoyer an die Jungen, auch mal Nein zu sagen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Frau Almendinger, wir haben noch ganz viele Fragen. Wir sehen, es würde sich lohnen, tatsächlich allein zu dem Thema ein eigenes Festival zu machen. Gibt es ja auch Kongresse, wo das Thema auf jeden Fall nochmal eingehender beleuchtet. Also man erreicht, man findet mich ganz, ganz leicht. Man kann mir schreiben, man wird vor allen Dingen in WZB EU. Und ich bin eine wirklich gute Beantwortung mit meiner Mails. Es geht manchmal nicht ganz, ganz schnell, aber ich antworte und freue mich über solche Fragen, weil nur wenn wir alle Druck auf dieses System machen, sich etwas ändert. Und wir wollen jetzt nicht da so lamoyante Frauen sein, die sich zurückziehen in eine Schmollecke und sagen, boah, geht es uns schlecht. Sondern wir haben gesehen, als wir das Führungspositionsgesetz 2 durchgekriegt haben und andere Sachen, dass wenn wir uns zusammenschließen, dass wirklich sich die Welt ändern kann. Wir sind mittlerweile genug Frauen und insofern lasst uns zusammenarbeiten. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne dabei. Großartiges Angebot. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und die Einblicke und Daten, die Sie uns hier zusammengetragen haben. Ganz herzlichen Dank, Jutta Almendinger. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit unserer nächsten Keynote. Bis gleich.